Und seid ganz herzlich wieder willkommen zu einem neuen Let's Play. In diesem Let's Play stelle ich mein Team vor. Und Leute, mein Team sieht nicht so schlecht aus, also meiner Meinung nach. Jeden seines, mir meines. Mein Traumteam oder Team, das ich gerade benutze, oder Team, das ich echt auch weiter benutzen werde, außer ich kriege echt irgendwann mal bessere Karten, was ich schwer zu glauben meine. So, ich habe euch mittlerweile alle meine Karten vorgestellt. Jetzt kommt das Team. Oder die Keykarten, die einzigen Karten, die ich nicht vorgestellt habe. Mein Team besteht aus Rayleigh, also mein Traumteam oder mein Team besteht aus Rayleigh, Sengoku und Ruffy. Die drei Charaktere. Rayleigh ist plus 1, rot. Sengoku ist noch Gold, Ruffy ist noch Gold. So, was soll ich noch dazu großartig sagen? Sengoku wird demnächst auf Lila gehen, Rot gehen und Ruffy könnte auch auf Rot gehen. Mal überlegen, mal gucken, wie sich alles heute noch im Laufe des Tages entwickelt. So, als Unterstützungsmensch hat Ruffy Admiral Kizaru. Rayleigh hat Rayleigh als Unterstützungsmensch und Sengoku hat Jinbe als Unterstützungsmensch. Wie ihr sehen könnt, Jinbe ist der einzige, der jetzt Level 90 ist. Der ist 112 Rayleigh und Admiral Kizaru ist 125. Aus einem einfachen Grund, weil Kizaru wollte ich eigentlich jetzt auf Level 140 hoch machen und ihn anstatt Raffi benutzen. Ob ich es jetzt ernsthaft mache, mal gucken, aber ich hatte das eigentlich nicht so vor. Lassen wir uns mal überraschen. Nebenbei die Leute, die ich noch so alles gezeigt habe, die ich noch so habe. Die Liste ist sehr lang, also ellenlang, ehrlich. Da sind noch einiges so an Leuten, die ich habe, und es sind 100 noch was Leute, egal. Hauptsache, es geht, das ist mein Team, das ich jetzt aktuell habe. Ich glaube, das wird sich die Tage extrem vergrößern. Quasi auf Rot übergehen. So Leute, ihr dürft das nicht außer Bedacht lassen, dass ich wahrscheinlich das Spiel erst seit 2 Monaten spiele. Der Account erst 2 Monate alt ist oder ein bisschen mehr. Also es sind irgendwo um die 2 Monate, glaube ich. Und das ist, wenn ich so sagen darf, nicht schlecht. Wenn ich jetzt so von Power ausgehe, von den Leuten ausgehe, was ich hier erreicht habe, ist das schon traumhaft. Wenigstens für mich. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Und was. Jetzt zum Beispiel, ich bin hier schon bei Level, also kurz vor Level 99, kurz vor Magellan, und das ist schon nicht schlecht. Und ich mache mal mit euch Impeldown, damit man so ein Gefühl fürs Team bekommt. Hier benutze ich zum Beispiel Trafalgar Lord, den mache ich jetzt aber raus. Ich benutze jetzt mal Sengoku für dieses Mal. Geht schneller und ich mache mit euch einfach mal Impel Down, damit ihr so ein Gefühl für mein Team bekommt. So, so sieht das aus und wir starten mal einmal einen Kampf. Ihr seht, Sengoku macht eine Reihe platt, Rayleigh macht die andere Reihe platt. Und wenn es Sengoku nicht mit der normalen Fähigkeit schafft, kommt es eine Spezialfähigkeit in Angriff. Und das geht ruckzuck. Also, ihr seht, ich besiege Kampf nach dem Kampf. Die machen wir nichts fertig. Also, es geht schon ziemlich, ziemlich schnell. Meiner Meinung nach. Aber naja, jedem seines überlassen. Also, jetzt kann jemand um die Ecke kommen und wieder rumlörgeln. Aber das ist ziemlich schon ordentlich, meiner Meinung nach. Besonders wenn Sengoku irgendwie die Tage wahrscheinlich auf Rot übergeht, dann wird er noch geiler. Jetzt ist er goldener Buddha so Form, dann wird er seine alte jugendliche Form bekommen, die mir viel besser gefällt. Und naja, ich sag mal so, es ist nicht schlecht, meiner Meinung nach, aber jeder hat seine Meinung oder das Recht auf seine Meinung. Jetzt überspringen wir mal ein bisschen. So, machen wir jetzt einen richtigen Kampf.
Das ist schon ein ordentlicher Kampf. Ich bin auf einem ordentlichen Level. Und da geht das nicht so ruckzuck hin. Da bekommen schon meine Leute einiges ab. Aber da kann man am besten so sehen, wie die Fähigkeiten oder wie das Team harmoniert. Aber bei Impel Down immer Trafalgar Lord oder Ivankov benutzen, weil das ist echt schwierig, Impel Down ohne Heiler zu überstehen. Das, was ich gerade mache, ist nur ein Level, das geht, weil ich habe alles andere übersprungen, aber sonst würde ich echt immer nur Heiler mitnehmen. Ihr seht, was das für ein Unterschied ist zwischen Zingako und Rayleigh. Rayleigh macht schon extrem Power, extrem Schaden. Was ist mit Traffic los? Ja, geht doch. Schalt deine scheiß Fähigkeit rein, damit wir keine Abzüge bekommen. Halbe Million, wenn ich nicht falsch gesehen habe. Das Schöne ist, Rayleigh macht immer die Fähigkeit von Leuten, die Superfähigkeit, und Zingakos Fähigkeit ist optimal. Und Ruffy als Unterstützungsmensch, jetzt brauchte ich echt nur noch einen im Team, also einen vierten Mann, der richtig Damage macht, und dann wäre das Team optimal perfekt. Aber das dauert noch sehr viele Level, brauche ich. Ich brauche ungefähr, glaube ich, 20 Level drauf. Also ich müsste 110, 100, 120, 122 sein, damit ich echt noch einen vierten Menschen reinschmeißen kann. Und ihr seht, es dauert ein bisschen hier, ein bisschen länger bei diesem Level. Als normalerweise. Aber so ist das eben. Ich kann jetzt auch nichts großartig machen. Jo, meine Leute machen das schon ordentlich. Aber dauerte eben kleinen Moment. Aber es geht, es geht. Und Bellamy, den machen wir auch gleich platt. Das dauert aber richtig lange, Leute, mittlerweile. Tut mir leid, dass es so langweilig wird, der Kampf. Ich dachte, es wird viel schneller abgehen. Aber gleich ist er vorbei. Ich hoffe mal, dass Bellamy echt der Endgegner ist, dass nicht noch einer nachfolgt.
Und das war der Kampf. Ach so, nicht übel nehmen, ich bin hier unten im Impel Down. Kein Wunder, dass das so lange dauert. Gehen wir mal zurück. So. So. Wir machen auch ein paar Kämpfchen, damit man so ein besseres Gefühl kriegt hier. Nein, gegen Ruffy hat das wenig Sinn, wenn jemand einen roten Ruffy hat. Ich versuche mal gegen den, mal gucken, wie das ausgeht. Das sieht nicht schlecht aus, auch wenn er mich vom falschen Auge Puma DA ist und Love hat kurz vor Endung. Aber naja, das nützt auch sehr wenig. Wie man gerade sieht. Besonders wenn Ruffy jetzt hier nicht wird. Und das war's. Kurzer Prozess. Versuchen wir mal gegen den. Es muss nicht immer heißen, er hat gerade eine schwache Karte. Das Team ist schwach. Ich habe schon oft genug erlebt, dass der Captain sehr schwach war und das Team sehr richtig stark. Danach darf man nicht gehen. Es kommt auch darauf an, wie das Team harmoniert. So, machen wir noch ein Kämpfchen, wenn es so schön ist. Gegen die brauche ich nicht mal zu versuchen. Ich weiß, dass ich verliere. Gegen den versuchen wir mal. Ich weiß es nicht. Es könnte alles ausgehen. Okay, das sieht nicht schlecht aus für meine Seite. Okay, der ist auch eingeschlafen. Ich habe jetzt das Team besiegt. Also. Das ist auf jeden Fall sicher. So, das war schon klar, dass ich gewinne. Also Leute, ich will eine Sache wissen. Was meint ihr, was wäre sinnvoller? Ruffy oder Kizaru? Was ratet ihr mir? Das war so mein Team. Ich zeige es euch die Tage, wenn es wieder neu aufgelagert ist. Quasi, wenn ich mehrere rote Leute habe. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. In dem Sinne verabschiede ich mich mal von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.